Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet. Ja, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich freue mich sehr, Sie heute zu unserem Webinar Fit for Restart für den Handel begrüßen zu dürfen. Das heutige Webinar ist Teil einer ganzen Webinarreihe für unsere Unternehmen aus dem Bereich Handel und auch Tourismus. Das heutige Webinar natürlich für unsere Händler. Mein Name ist Silke Schwabe und ich bin bei uns an der Industrie- und Handelskammer Cottbus für das Kompetenzfeld Unternehmen begleiten zuständig. Der Handel stellt ja bei uns im Kammerbezirk mit mehr als 9000 Unternehmen ein ganz besonderes wirtschaftliches Schwergewicht dar und sorgt natürlich bei uns in der Region maßgeblich für die Beschäftigung. Gleichzeitig ist aber diese Branche auch von den Auswirkungen und Einschränkungen der Corona-Krise ganz besonders betroffen. Und auch wenn unsere Handelsunternehmen schrittweise und stufenweise ihre Geschäfte wieder öffnen konnten, bleibt doch die Situation sehr schwierig. Sie wissen das selbst am besten. Die Hygienemaßnahmen müssen umgesetzt werden. Das bedeutet höhere Kosten und auch höhere Aufwendungen. Es müssen die Abstandsregelungen eingehalten werden. Das heißt im Prinzip, dass auch der Kundenverkehr eingeschränkt ist und die Flächen nicht ausgelastet werden können. Die Kaufkraft hat nachgelassen, aber eben auch gerade die Kunden, bei denen jetzt das Portemonnaie nicht mehr so üppig ausgestattet ist, diese Kunden müssen trotzdem wieder gewonnen werden. Und es ist aufgrund dieser Situation eben sehr wichtig, das eigene Geschäftsmodell nochmal zu hinterfragen und zu überdenken und sich auch auf diese neue Situation weiter einzustellen. Ich freue mich, dass Sie heute auch so zahlreich hier bei uns im Chat anwesend sind. Wir wissen, dass unsere Händler zurzeit auch alle Hände voll zu tun haben, um diese ganzen Maßnahmen umzusetzen und ihr Geschäft wieder ein Stück weit nach vorne zu bringen. Genau darum geht es in dem heutigen Webinar. Die Schwerpunktthemen ganz kurz nochmal. Sie wissen das, wir wollen uns heute mit der Rentabilitätsplanung und Liquiditätsplanung anhand von Handelskennziffern beschäftigen. Was ist zu beachten? Wie kann ich auch meine eigene Planung erstellen? Was sind aktuell die neuen Herausforderungen an Geschäftsmodelle im Handel? Und was müssen wir in Zukunft beachten und was sollte angepasst werden und wie kann ich meinen Umsatz in dieser Zeit wieder ein Stück weit nach vorne bringen? Wir haben uns für das heutige Webinar einen ganz besonderen Branchenkenner für den Handel ausgesucht und ich darf recht herzlich begrüßen den Herrn Sebastian Deppe. Herr Deppe ist Mitglied der Geschäftsleitung der BWE Handelsberatung GmbH. Schönen guten Abend, Herr Deppe. Ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, einen schönen guten Abend auch von mir. Ja, Herr Deppe, ich habe Sie vorgestellt als absoluten Branchenkenner für den Handel. Vielleicht ein paar Worte noch zu Ihrer Person. Sie selbst sind in einem mittelständischen Einzelhandelsunternehmen in Bielefeld aufgewachsen. Sie haben Ihr Studium absolviert an der Uni in Münster, haben das mit dem Diplomkaufmann abgeschlossen und sind seit 2002 bei der BWE Handelsberatung GmbH als Unternehmensberater tätig und seit 2008 dort auch Mitglied der Geschäftsführung. Sie besitzen also eine fast 20-jährige, zumindest sehr langjährige Beratungs- und Branchenerfahrung im Bereich des Handels ohne Unterbrechung. Ja. Ihre Spezialgebiete, soweit ich weiß, sind die Themen Strategieplanung, Optimierung und vor allen Dingen auch Neupositionierung am Markt. Bevor ich Ihnen das Zepter überreiche, Herr Deppe, hätte ich gerne ein paar Fragen an Sie gestellt. Auch nochmal, um diese ganze neue Situation oder die aktuelle Situation auch zu beleuchten. Herr Deppe, aus Ihrer Sicht, wie schätzen Sie die ersten Wochen nach dem Neustart ein und wie bewerten Sie auch die aktuelle Umsatzentwicklung? Kann man jetzt schon sagen, wer im Handel so ein Stück weit Gewinner sind und wer Verlierer sind? Ja, also hallo nochmal, Frau Schwabe, vielen Dank für die tolle Einleitung. Ich hoffe, man sieht nicht, dass ich rot werde auf Ihre Worte. Ja, auf Ihre Frage einzugehen, bevor wir auf den Part kommen. Ich sage natürlich noch einmal Hallo an alle Zuhörer, die diesem folgen. Gewinner und Verlierer, ja, spannende Zeit. Unsere Kunden sind natürlich alle jetzt voll auf damit beschäftigt. Wir konnten ja stufenweise öffnen.
auch ein bisschen Unsicherheit, die damit sicherlich war, wie die ganzen Themen sind. In der Tat zeigt sich ein sehr unterschiedliches Bild. Also wir haben zum einen sehr deutliche Branchenunterschiede. Ich werde am Ende auch mal mit so einer kleinen Ausblick abschließen, weil ich glaube, dass hier natürlich die Branchen sehr unterschiedlich von der Pandemie oder von dem Lockdown betroffen sind. Wir haben natürlich sehr bedarfsorientierte Branchen, die im Moment auch erkennen, wie da durchaus ein Nachholbedarf ist. Ich will nur Fahrrad zum Beispiel nennen, die zum Teil sogar positive Effekte haben, weil viele Leute jetzt natürlich das Fahrrad für sich noch stärker nutzen und erkannt haben. Wir haben andere Branchen wie die modischen Branchen, die schon vorher unter großen Schwierigkeiten waren, die jetzt nicht wirklich bedarfsorientiert waren, wo das Thema Lustkauf auch eine große Rolle spielt. Die waren natürlich sehr kalt erwischt, gerade in einer ihrer wichtigsten Branchenabschnitte. Da werde ich gleich mal anhand eines Textilunternehmens auch genau diese Problematik zeigen. Eine zweite Ebene, wo wir deutliche Unterschiede sehen, ist in der Tat die Lage. Großflächenanbieter und Shoppingcenter, Sie wissen, viele konnten erst später öffnen in Shoppingcentern und auch Großfläche konnte natürlich erst später öffnen, sind deutlich stärker betroffen. Wir sehen im Moment sogar einen etwas stärkeren Fokus in der Tat auf Fachhandelsunternehmen, auch den lokalen Handel. Hat was damit zu tun, dass die Leute, glaube ich, eher in ihrem lokalen Umfeld einkaufen, vielleicht weite Wege auch scheuen, aber auch, dass man lokale Verantwortung wahrnimmt. Das spüren wir sehr deutlich. Dritte große Ebene ist die Unternehmensphase. Ich glaube, das hat großen Einfluss auf die Auswirkungen dieser Lockdown-Situation und der Corona-Pandemie. Junge Unternehmen und Unternehmen mit Wachstum, die hatten natürlich in der Regel nicht so viel Rücklagen bilden können bisher, wie vielleicht einige etablierte Unternehmen. Und die sind natürlich deutlich stärker aus diesen Liquiditätsproblemen getroffen, als es etablierte Unternehmen sind, die schon, wie gesagt, lange Reserven anbilden könnten. Und letzter Punkt, der sicherlich mit der wichtigste ist, ist natürlich auch, ich sag mal, die Führungsstruktur, der Spirit eines Unternehmens, bei Mittelständlern natürlich sehr stark innerhalb der Person des Unternehmers, der Unternehmerin ausgedrückt, sehr prägend für die Situation. Wir haben viele Kunden, die das Beste daraus gemacht haben und trotz dieser wahnsinnigen und ohne beispielhaften Vorgaben während den Einschränkungen konnten die doch durchaus noch ihre Möglichkeiten suchen, zum Teil auch mit kreativen Ideen. Ich werde versuchen, nachher auch mal ein paar aufzuzeigen, aber da gibt es natürlich unzählig viele. Und andere Unternehmen, Unternehmer, ja, die vielleicht ganz schnell auch so ein bisschen in eine Depression, in den Frust gefallen sind und vielleicht auch in einigen Sachen überreagiert haben. Wir kennen einige Kunden im Beispiel, auch aus dem Bereich Gartencenter. Da gab es ja einige Verwirrungen am Anfang, mussten einige schließen. Einige haben dann leider ihre ganzen Waren, Blumen, logisch, die halten sich nicht lange, entweder verschenkt oder anderweitig genutzt. Und eine Woche später durften sie dann doch öffnen. Und die waren natürlich dann die großen Verlierer in dem ganzen Bereich. Also man muss sagen, es gibt sehr viele Differenzierungsmöglichkeiten, was diese Gewinner und Verlierer ausmacht. Und ich werde versuchen, so ein paar Themen gleich mal zusammenzufassen und auch zu zeigen. Sie hatten die finanziellen Schwierigkeiten schon angesprochen. Die Geschäfte mussten wochenlang geschlossen halten. Es gab zwischendurch auch bei uns in unserer Region sehr viel Verwirrung. Welche Geschäfte dürfen doch noch öffnen und welche nicht? Also da steckte dann am Ende des Tages der Teufel auch im Detail. Also da haben wir auch sehr viel Aufklärung vorgenommen als IHK und dort bei diesen Fragestellungen unterstützt. Aber auch bei den ganzen Fragestellungen der finanziellen Hilfen. Ich denke mal hier an diese Soforthilfen. Da ist ja, sag ich mal so, doch in der Kürze der Zeit viel auf den Markt geworfen worden, ob das jetzt Kredite gewesen sind oder die sogenannten Soforthilfen und andere Unterstützungsmaßnahmen. Welche Maßnahmen bewerten Sie denn aus Ihrer Sicht für den Handel am geeignetsten und reichen diese Unterstützungsmaßnahmen überhaupt aus? Brauchen wir dort mehr und brauchen wir vor allen Dingen auch geeignete Konjunkturprogramme? Also ich werde versuchen, gleich auch mal anhand von zwei Beispielen ein bisschen plakativ zu zeigen. Ich glaube, viele dieser Maßnahmen waren erstmal gut und hilfreich. Ich glaube auch aus dem Druck heraus, wie gesagt, sowas gab es ja noch nicht. Das ist auch nicht vergleichbar mit der Finanzkrise, die wir hatten. Auch nach dem Gießkannenprinzip nachvollziehbar. Aber wie Sie schon sagen, die meisten Maßnahmen sind natürlich eher Stundungsthemen oder Liquiditätshilfen, die letztendlich nur eine Verschiebung der Problematik darlegen. Wir haben natürlich die große Herausforderung, dass viele dieser Maßnahmen, mit Ausnahme der Soforthilfen und der Kurzarbeitsgelder,
natürlich auch wieder gezahlt werden müssen, wenn ich direkt an die KfW-Kredite denke. Und das ist natürlich eine große Herausforderung für den Handel, weil es aus bestehenden Erträgen, die in Zukunft wahrscheinlich auch unter Druck geraten, natürlich gelingen muss. Also ich glaube schon, dass wir auch das Thema Konjunkturankurbelung sehr wichtig im Auge behalten müssen, um einfach natürlich die Ängste der Konsumenten zu nehmen und hier auch dieses Thema Konjunktur anzuschieben. Aber da werden wir vielleicht gleich mal mit ein, zwei Beispielen das noch ein bisschen plakativer zeigen, was hier die Ansätze sind. Ja, dann würde ich sagen, Herr Deppe, angesichts der kurzen Zeit, die einem so für ein Webinar zur Verfügung stehen, würde ich Ihnen das Zepter gerne überreichen und wir steigen in Ihren Fachbeitrag ein. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Schwabe. Ja, vielleicht noch ganz kurz als Info, falls Sie Fragen haben, Sie können die Chatfunktion nutzen. Wir haben die Lautsprecher ausgestellt, weil das ist sonst bei der Menge der Teilnehmer relativ schwierig, dem zu folgen. Insofern nutzen Sie die Chatfunktion. Ich kann nicht versprechen, dass wir auf jede Frage eingehen, aber Frau Schwabe und ich haben uns da abgestimmt, dass wir auch im Nachgang die eine oder andere beantworten können oder vielleicht nachher auch noch die Zeit nutzen, das eine oder andere zu bringen. Ja, aber ich denke, lassen Sie uns einfach mal einsteigen. Ich will darüber gar nichts verlieren. Die Frau Schwabe hat uns ja schon kurz eingeleitet oder gar nicht so kurz, sondern recht ausführlich. Die BWE, wir sind eine Tochter vom Handelsverband und seit über 65 Jahren tätig und zwar mit dem Fokus sehr stark auf Handel und auch hier insbesondere auf den mittelständischen Handel. Wir beschäftigen uns aber auch mit dem Thema Handelsimmobilie. Das gehört im stationären Handel noch und auch hoffe ich in Zukunft eng zusammen. Auch hier sind die Probleme sehr dringend, auch aus Sicht der Immobilienbesitzer natürlich ist dieses Thema mit einer großen Verwerfung und zu sehen. Wir betreuen selber 25 Center in Deutschland, wo wir Center Management machen. Auch da sind natürlich große Probleme aufgetaucht, die wichtig sind und auch Wirkungen auf den Handel haben. Auch da versuche ich nachher ganz kurz einzureißen. Und last but not least haben wir auch eine Tochter, die sich mit dem Thema New Commerce beschäftigt. Ich glaube, die Diskussion ist schon geführt worden. Natürlich, online ist einer der großen Gewinner, wenngleich wir das auch erkennen für die Unternehmen, die stationären, die nebenher online machen. Aber ich glaube, auch hier gibt es differenzierte Betrachtungen. Man kann auch hier nicht pauschal sagen, dass jetzt online der große Nutzen dies auf allen Bereichen ist, sondern man muss das ganze Thema sehr differenziert betrachten. Das werden wir heute nur am Rande mal anreißen können, aber sicherlich sehen. Ja, lassen wir uns einfach mal starten. Kleiner Einstieg. Frau Schwabe hat es ja schon eben richtig gesagt. Mittlerweile können wir den stationären Handel komplett öffnen. Die einen oder anderen durften ein bisschen später ran. Aber ich glaube, was allen klar ist, und das brauche ich Ihnen als Zuhörer aus dem Handel nicht zu sagen, die Auswirkungen sind natürlich immer noch spürbar und ich befürchte, das wird uns auch länger befolgen. Unabhängig davon, dass wir da jetzt keinen schwarzen Peter malen wollen mit zweiter Welle und sonstigen Themen, sondern das Beste allesamt hoffen. Ich habe hier mal ein paar aktuelle Befragungsergebnisse mitgebracht, die natürlich diese Auswirkungen auch ein bisschen zusammenfassen. 63% der Befragten macht das Einkaufen unter den aktuellen Bedingungen keinen Spaß. Ich glaube, jeder, der selber unterwegs ist, hat das schon gesehen. Deshalb habe ich eingangs ja gesagt, sind insbesondere solche Branchen, die sehr stark auf Lustkauf setzen, also nicht unbedingt den wirklichen Bedarf decken, insbesondere Mode, natürlich sehr stark betroffen unter diesem situativen Umfeld. Ausnahme im Schuhbereich waren die Kinderschuhe, da ist natürlich ein hoher Bedarf, aber alles andere hat sich doch verschoben. Da müssen wir gleich drüber sprechen, wie man doch schafft, diese Lust wieder zu wecken, idealerweise, um diese Käufe trotzdem anzusteuern. 38% versuchen aufgrund der Unsicherheit in der aktuellen Lage, ihre Ausgaben auf das Nötigste zu reduzieren. Ich glaube, ist auch nachvollziehbar. Kurzarbeit, auch die wirtschaftliche Unsicherheit führt natürlich in einigen Branchen dazu, dass hier Käufe einfach mal nach hinten geschoben werden. Hier wäre natürlich genau der Ansatz, Frau Schwabe, wie Sie erwähnt haben, das Konjunkturprogramm zu unterstützen. Hier gibt es ja viele Ideen. Es ist sicherlich nicht ganz ohne Herausforderung, hier die richtigen Instrumente zu wählen. Aber ich glaube, die Kammern und die Zuständigen sind da auch eng im Austausch mit der Politik, hier die richtigen Maßnahmen zu finden und auch umzusetzen. Dennoch, und das sehe ich so ein bisschen als positiven Ausblick, 50% der Befragten geben an, dass sie sich freuen, wieder in die Innenstädte gehen zu können. Und das ist natürlich das, was Hoffnung gibt und auch vielleicht eben eine gewisse Auflösung von angestauten Bedürfnissen, die gelöst werden. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Ausblick für die Zukunft.
Wir haben unsere Kunden mal gefragt, das sind also im Wesentlichen die Einzelhändler, wo ich einfach mal die Ergebnisse mitgebracht habe, sehr viel mittelständische. Wir haben einfach mal pauschal gefragt mit offenen Nennungen, was sind die größten Herausforderungen. Ich habe jetzt mal darauf verzichtet, das in Prozente auszugeben, aber Sie sehen, je größer das Wort hier geschrieben ist, umso häufiger wurde das genannt. Ich glaube, das überrascht nicht. Liquidität, Fixkosten, Umsatz, das waren die Themen, die aktuell sind, aber auch das Thema Hygieneauflagen, Gesundheit, Frau Schwaber hat es ja eben angedeutet. Wichtig dabei auch Planungsunsicherheit, auch da werde ich gleich eingehen, aber insbesondere auch auf das veränderte Konsumverhalten. Und ich glaube, das sind eben genau die großen Herausforderungen neben allen anderen Bereichen, digitale Transformation, was alles auch eng zusammenhängt und da reinspielt, auch die Kommunikation, die im Moment eine große Herausforderung sind. Und da eben diese Situation ohne Beispiel ist, natürlich auch mit einer hohen Unsicherheit verbunden ist, umso wichtiger, glaube ich, solcher Austausch, wie wir sie jetzt pflegen oder auch die Angebote der IHK Cottbus, hier einfach Unterstützung zu bieten. Weil ich glaube, diese Probleme sind über alle Branchen sehr ähnlich. Einzelne Lösungen sind vielleicht ein bisschen spezieller, aber die Kernthematik ist natürlich überall die gleiche. Ja, wir haben auch gefragt, welche Maßnahmen wurden getroffen. Auch da will ich nur kurz drauf eingehen. Da überrascht am Ende des Tages nichts. Erstmal in erster Linie. Also, Sie haben eingangs mich gefragt, Frau Schwabe, wie sehen Sie die Akutmaßnahmen? Hier sehen Sie es schon. Also, das Thema Kurzarbeit ist natürlich im Handel durchaus ein relativ kräftiges Instrument, wobei man da auch nach Branchen unterscheiden muss. Ich werde gleich das mal am Beispiel eines Textilunternehmens und eines Möbelhändlers zeigen, die sehr unterschiedliche Branchenstrukturen haben, wo solche Instrumente durchaus auch unterschiedlich wirken. Das Thema staatliche Soforthilfe war bei vielen Thema, hat bei dem einen oder anderen bei der Auszahlung gehakt. In anderen Regionen war das sehr schnell, also das war sehr unterschiedlich, wie das lief. Kreditaufnahmen, wenngleich, ich habe es eben schon angedeutet, dass natürlich immer eine Herausforderung ist, weil der Kapitaldienst damit durch die zukünftigen Erträge zu erwirtschaften ist. Und wenn man jetzt solche Kredite aufnimmt, um aktuelle Liquiditätslücken zu schließen, ist es natürlich eine Erforderung an das Geschäftsmodell in Zukunft, so viel mehr Kapitaldienst auch leisten zu können. Viele Branchen werden ja nicht mehr Umsatz machen, wenn sie jetzt wieder aufmachen dürfen, sondern werden vielleicht auch nur einen Teil dieser Umsätze überhaupt nachholen. Und nicht alle Unternehmen, gerade die mittelständischen, hatten natürlich extreme Ertragspolster, die jetzt auch für solchen zusätzlichen Kapitaldienst nutzbar ist. Und das ist in der Tat eine große Herausforderung, wo wir auch noch eine politische Lösung brauchen, genau so eine Situation aufzulösen und da zu unterstützen. Ansonsten sehen Sie auch andere Themen. Viele haben es auch zur Umstrukturierung genutzt, die Zeit, wo sie ohnehin vielleicht schließen mussten. Digitale Kommunikation war natürlich im Aufwind. Auch da gehe ich nachher kurz drauf ein, dass das natürlich ein wichtiges Instrument ist, vor allen Dingen für die, die schon vorher da aktiv waren. Viele sind jetzt darauf aufgesprungen. Das hat natürlich in der Regel nicht die riesen Erfolge gebracht, weil einfach hier auch eine notwendige Struktur wichtig ist. Aber ich glaube, dass das im Ausblick auch auf die Zukunft ein ganz wichtiges Thema ist. Ja, ansonsten viele Themen, Stornierung und Sonstiges, wie ich gleich auch nochmal im Detail oder nicht jedes, aber einiges anreißen möchte. Mietminderung steht auch drin. Ist natürlich auch ein Thema, gerade bei den Hochfrequenzlagen, ein wichtiges Thema, eine große Herausforderung. Auch hier gibt es natürlich sehr unterschiedliche Ansätze und eine große Notwendigkeit zu agieren. Ja, lassen Sie uns einsteigen und ich versuche das mal anhand einem Schaubild vielleicht so ein bisschen zu strukturieren, die einzelnen Maßnahmen, die aus meiner Sicht im Moment wichtig ist, relativ plakativ. Vereinfacht gesagt, ist es natürlich GAU im Einzelhandel, was wir hatten, letztendlich auf einmal und so noch nie erlebt, dass abrupt die Konsumenten nicht mehr in die Läden kommen dürfen, damit natürlich der Umsatz eingebrochen ist, wenngleich viele Kosten gleich geblieben sind, zum Teil sogar gestiegen sind. Das ist im Übrigen ein Schaubild, was ich schon lange verwende, weil dieser Effekt nicht in der extremen Form natürlich nichts Neues ist. Also ich glaube, viele, insbesondere mittelständische Fachhändler, haben das schon lange, diese Entwicklung gehabt, dass die Konsumenten immer weniger werden, die Frequenz zurückgeht und damit auch der Umsatz leidet. Was natürlich völlig neu und ohne Beispiel war, war dieses Abrupte und im Prinzip das ganze Land, zumindest der Handel stationär, die sogar nicht systemrelevanten Bereiche, schlichtweg stillstand. Und insofern habe ich dieses Bild trotzdem mal aufgegriffen. Früher, also vor Corona, wenn ich das mal so sagen darf, haben wir das immer auf zwei große Herausforderungen zurückgeführt. Das ist zum einen die Frequenzschaffung, also wie kann ich als Händler eben gegen die zurückgehende Frequenz arbeiten, neue Frequenz für mich reduzieren. Das zweite war das Thema Frequenzabschöpfung. Ich erlaube mir hier mal so neudeutsche Wörter aus dem Online-Bereich zu nehmen. Capture erhöhen ist ein Thema, also wie kann ich möglichst viele Leute in mein Geschäft bringen.
Das ist ja nur ein neuer Begriff. Also Besuchermessung hatten wir früher. Ich bin, Sie haben es gesagt, in einem Möbelhandel groß geworden, in der Tat. Also weit über 20 Jahre Erfahrung, wo ich selber an der Info stehen durfte, sitzen durfte und in den Ferien und in der Zeit mal Strichlisten führen durfte für Leute, die reinkamen. Also das ist kein neues Thema. Capture hört sich vielleicht ein bisschen neuer an, ist aber ein altes Thema. Das gleiche Conversion. Bei Online dreht sich alles um Conversion, also von den Leuten, die reinkommen oder auf einen Shop kommen, Umsatz zu generieren. Auch das ist nichts Neues. Wir haben natürlich schon immer versucht, solange es den Handel gibt, hier die Kunden, die reinkommen, auch möglichst zum Kauf zu bewegen. Auch das war natürlich immer eine große Herausforderung, gerade wenn die Frequenzen zurückgingen, das Thema Conversion-Maximierung am stationären Handel zu treiben. Last but not least, Durchschnittsvorerhöhung, brauche ich auch nicht hier so einem Kreis von Experten zu erwähnen. Auch das ist immer schon ein Thema gewesen, was uns die letzten Jahre beschäftigt hat. Wie können wir für die Leute, die kaufen wollen, reinkommen, auch maximal den Bon sozusagen darlegen. Und die dritte Herausforderung war die Renditemaximierung. Hier ging es darum, Kosten zu optimieren, Erträge zu optimieren. Und im Kern, ehrlich gesagt, hat sich durch die jetzige Krise erstmal an diesen drei Herausforderungen nichts geändert. Ich glaube, die Prioritäten haben sich etwas verschoben. Und deshalb erlauben Sie mir, die ein bisschen umzukehren jetzt für meinen Vortrag. Ich glaube, die Priorität 1, die natürlich gekommen ist, ist das Thema Liquiditätssicherung und Kostenanpassung. Ich habe es hier mal beschrieben, Liquidität vor Rentabilität, das war sicherlich erstmal das Akute. Da haben auch viele Maßnahmen, glaube ich, gut gegriffen. Aber wir müssen langsam auch wieder von der Liquidität auf die Rentabilität umswitchen, weil wir eben nicht die Liquidität nur mit einer Reduzierung der Rentabilität erkaufen können. Und wir müssen unsere Kosten anpassen. Was heißt, wir müssen auch in die Zukunft schauen, welche Kosten sind vielleicht anpassbar, weil die meisten Kosten waren natürlich über die letzten Jahre schon optimiert, sonst hätte es einfach viele Händler, gerade mittelständische, schlichtweg nicht mehr gegeben. Also da gibt es nur bedingt wirkliche Potenziale, aber die gilt es zu erkennen. Und ich möchte mit Ihnen einfach mal diesen ersten Punkt ein bisschen durchgehen und danach die anderen beiden Herausforderungen auch anreißen. Was wichtig ist, da tue ich mich als BWLer natürlich immer leicht. Ich weiß, das ist nicht immer das Lieblingsthema von allen Unternehmern. Ich glaube, es ist aber sehr, sehr wichtig, dass wir heute eine vorausschauende Planung machen. Auch die Kollegen, die sich nicht so gern mit dem Thema Zahlen beschäftigen, kann ich das nur wärmstens empfehlen. Und nicht, weil ich als Berater natürlich tagtäglich damit jongliere. Wir haben in der Tat sehr früh, zu Beginn des Lockdowns, so ein kleines Programm geschrieben, wo man relativ einfach für sich eine 12-Monats-Liquiditätsplanung macht. Und das gilt in der Tat nicht nur für die Unternehmen, die vielleicht schon vorher von der Bank den Auftrag bekommen haben, Liquiditätspläne zu stellen, sondern das ist für mich etwas, was jedes Unternehmen machen muss. Dabei müssen Sie jetzt nicht unser Tool nutzen, da gibt es viele Tools, die man anwenden kann. Ich hätte nur ganz gerne, dass Sie sich damit beschäftigen und in der Tat so eine Planung aufsetzen, weil ich halte die für sehr wichtig. Und zwar wichtig ist, dass man folgende Themen damit abbilden kann. Ich muss dazu sagen, ich bin selber im Ausschuss der Wirtschaftsbank und wir diskutieren natürlich auch viel, auch im Rahmen von Corona haben wir sehr stark diskutieren immer noch. Da sind auch alle Banken mit, Bankenvertreter mit an Bord und die haben mir auch berichtet, dass gerade natürlich auch im Rahmen dieser Pandemieanfänge es zum Teil auch ein wenig hanebüchene, / unprofessionelle Anfragen dann von einigen Unternehmen gab. Anwesende sind immer ausgenommen, sie gehören zu den Besten. Aber es soll welche geben, die da wirklich hanebüchend irgendwelche Geldforderungen gestellt haben, weil man die Aussagen der Politik so interpretiert hatte, dass wenn man seine Kontonummer dahin weist, man gleich eine Überweisung kriegt. Auch hier gibt es natürlich Aufgaben und Vorlagen und auch die Banken wollen natürlich durchaus auch allein schon aus BaFin-Vorgaben da eine gewisse Prüfung machen. Ich glaube, das ist auch im Interesse aller Steuerzahler, dass die Gelder nicht wie Gießkanne überall hingeschoben werden, sondern idealerweise dahin kommen, wo sie einen großen Nutzen stiften. Deshalb mein Appell, planen Sie in der Tat, und das ist jetzt auch für die Unternehmen, die nicht in der akuten Krisensituation sind, wichtig. Sie müssen einfach mal auf Basis Ihrer ursprünglichen Planung jetzt diese stark dynamische Situation aufgreifen und es gibt ja ständig neue Veränderungen. Wir wissen alle noch nicht, wie das Ende des Jahres läuft. Noch schwieriger also heute die Prognose, als es immerhin schon war, aber doch muss ich mich damit beschäftigen. Also gehen Sie wirklich mal die Themen durch. Versuchen Sie auch mal Szenarien zu planen, wie kann es aussehen, wie kann es wirken, um diese Liquiditätslücken für sich mal darzustellen. Dokumentieren Sie die sehr sauber, auch die Maßnahmen, die Sie schon getroffen haben, versuchen Sie die wirklich mal zu dokumentieren. Was greift denn an Kurzarbeitsgeld? Wie weit komme ich denn mit der Soforthilfe? Ist eine Kreditaufnahme wirklich das richtige Thema KfW-Unterstützung? Das sollte möglichst dynamisch möglich sein, weil wie gesagt, die Rahmendaten sich ändern. Es sollte eine gute Visualisierung geben, dass Sie relativ schnell reagieren können, auch in die Zukunft.
Und last but not least, das ist auch eine wichtige Transparenz für Ihre Verhandlungspartner. Nicht nur Banken, wenn es notwendig ist, aber auch für die, sondern auch für Lieferanten und Vermieter. Ich glaube, wenn Sie dem Vermieter darstellen können, wo die Probleme sind, ich will das nicht pauschalisieren. Es gibt unterschiedliche Vermieter, es gibt auch unterschiedliche Zwänge bei denen. Aber ich glaube, es ist deutlich einfacher, hier eine gute Lösung zu erzielen, was Mietreduzierung und Sonstiges angeht, wenn ich das wirklich plakativ schwarz auf weiß zeigen kann, als wenn ich nur hier einfach plumpe Forderungen stelle. Das ist aus meiner Erfahrung als Berater ein Appell. Ja, ich habe Ihnen das gesagt, wir versuchen das mal jetzt im Folgenden an zwei Beispielen mal zu vertiefen. Beispiel 1 habe ich jetzt mal die Textilbranche gewählt, weil schon aus erwähnten Ansätzen die natürlich sehr stark gebeutelt ist. Wir haben hier mal einen Fall, der ist angelehnt an einen Kunden in der Tat, ein mittelständischer Multibrand-Anbieter, ungefähr 2,1 Millionen netto macht der, D-Lage in einer mittleren Stadt, der quasi ja, auch voll getroffen wurde. Sie müssen sich vorstellen, im Textilbereich waren die Läger voll. März, April ist ein wichtiger Monat, das Frühjahrsgeschäft, die Frühjahrssaison. Also das heißt, die Läger waren gefüllt mit aktuellen Waren und auf einmal kam dieser Shutdown, der Lockdown. Und die sind natürlich sehr stark gebeutelt, weil, wenn wir uns nichts vormachen, ist natürlich vieles davon eher Lustkauf. Also viele haben ihre Schränke trotzdem voll und ich nehme mich explizit damit zu. Also ich will da auch gar keine Diskussion Männlein-Weiblein hier führen. Letztendlich brauchen wir nicht so viel unbedingt und in Zeiten von Homeoffice ist genau natürlich dieser Stau auch der, der jetzt nicht mit Lust aufgefüllt wird. Und ich glaube, dass das natürlich eine spannende Herausforderung, insbesondere für diese Branche war. Also ich zeige Ihnen das jetzt ein bisschen mal an unserer Liquiditätsplanung. Ich will da gar nicht so sehr ins Detail gehen, ich will Ihnen aber die Grimm-Struktur zeigen und Ihnen vielleicht die eine oder andere Hilfe auch für Ihr Unternehmen bringen. Wie schon erzählt, gerade die modischen Branchen waren sehr stark von den Auswirkungen betroffen, sind es immer noch. Ich befürchte, hier werden wir auch eine längere Durstphase haben, eben weil zum einen die ganze Saison ausgefallen ist und wir hatten schon vorher einen sehr, sehr starken Warendruck. Wir haben sehr viele vertikale Anbieter. Sie erkennen es im Moment auch sehr stark an den Online-Anbietern, die sich meines Gefühls nach auch mit Prozenten überschlagen haben, was auch immer ein Indikator ist, dass wir hier natürlich einen riesen Druck haben an Ware im Markt. Und das führt natürlich auch im Nachgang zu enormen Preisabschriften und Reduzierungen in den Erträgen. Hier in unserem Fall haben wir genau dem auch Rechnung getragen in der Planung. Sie sehen es hier mal dargestellt. Für März, also wir sind sozusagen hier in Korrekturen vorgegangen. Sie sehen diesen roten Wert, -70%, -90%. Das ist also vom ursprünglichen Plan aus, sind wir dann in die Planung eingestiegen, haben gesagt, für März -70%. April war nahezu komplett geschlossen, -90%. Und auch im Mai sehen wir hier noch diese Auswirkungen. Am Anfang habe ich viele Händler, die sehr euphorisch waren. Die Kunden sind wiedergekommen, waren auch sehr dankbar, haben vielleicht auch überdurchschnittlich gekauft. Aber ich habe so ein bisschen Angst, dass das natürlich ein bisschen Stroh vorher ist. Also, dass sich das eben genau auf den Umfeldern, Konsumverzicht, Zukunftsangst auch trotzdem mit angezogener Handbremse löst. Es ist auch nicht ganz angenehmes Einkaufen, so empfinde ich das zumindest, und nicht die Einkaufslust, da jetzt mit diesen ganzen Rahmenbedingungen da zu bummeln. Zumal in Homeoffice und Sonstiges braucht man vielleicht nicht den neuesten modischen Schrei. Und das ist sicherlich eine Herausforderung, neben den ganzen Abwanderungen zum Online-Thema und den Preisvorteilen, die man da gewinnen kann, was jetzt eine große Herausforderung gerade im modischen Bereich ist. Also insofern ist es sicherlich ratsam, hier sehr zurückhaltend zu planen und sehr konservativ zu planen. Zweite Thema, Ausgaben. Wir haben genau diese Herausforderung gehabt, die Läger waren voll, die Ware zum Teil bezahlt, mit einem starken Warenüberhang. Eine Besonderheit, die haben wir gerade im Textilhandel sehr stark gesehen, ist, dass in der Tat oftmals Valuten verlängert wurden, also Zahlungsziele. Sie sehen es hier an den Zahlen. Wir haben sozusagen einen Rückgang der Zahlungsverpflichtung aus dem Wareneingang für März und April. Viele Einkaufsverbände im Textilbereich haben sich darauf geeinigt, Valuten um 30 Tage zu verlängern. Das hat natürlich erstmal einen akuten Druck genommen. Das heißt, die Ware musste nicht sofort bezahlt werden, wenngleich der Druck natürlich dadurch zum Teil auch bei den Herstellern verschärft wurde, muss man dazu sagen. Aber man muss auch eins postulieren, dieser Druck ist natürlich nur verschoben. Das heißt, Aufschiebung von Zahlungen ist natürlich immer noch trotzdem voll ertragswirksam. Hilft vielleicht bei der aktuellen Liquiditätssituation, aber kommt natürlich später umso stärker rein, was wir gleich auch sehr eindrucksvoll an den Zahlen dieses Unternehmens kennen. Maßnahmen dokumentieren, habe ich Ihnen gesagt. Ich habe hier mal die ganzen Maßnahmen zusammengefasst, die wir hier schon beschrieben haben oder die das Unternehmen auch schon beantragt hat. Kurzarbeitsgeld klassisch
die Werbung natürlich verschoben, wenngleich ich hier auch eine kleine Anregung geben möchte. Das ist immer die Gefahr, bei den Werbungen am meisten einzusparen. Da kann man in der Regel auch kurzfristig sparen. Das ist aber natürlich sehr schwierig, wenn ich in die Zukunft denke, hier zu viel zu reduzieren. In der Tat brauchen wir, glaube ich, intelligente Werbelösungen. Auch da komme ich gleich nochmal. Einige Kosten, die sich reduziert haben. Unten sehen Sie liquiditätswirksame Auswirkungen. Es wurden Raumkosten verschoben, also klassisch gestundet. Auch diese natürlich voll ertragswirksam, entspannen aber die Liquidität. Tilgungsaussetzung mit der Bank vereinbart, Einkaufszahlungen länger valutiert. Zum Teil wurde Ware storniert, wo es noch ging. Aber das ist natürlich auch nur teilweise möglich gewesen. Sie sehen, alle Maßnahmen, das hatten wir eingangs ja gefragt, Frau Schwabe, sind in der Tat sehr stark aufbiegende Wirkungen. Das ist genau die große Herausforderung, die wir im Handel haben, gerade in diesem modischen Bereich auch, dass wir jetzt genau diese Konjunkturanschub brauchen und nicht nur aufschiebende Themen, sondern in der Tat auch in Zukunft wirkliche ertragstragende Kräfte. Das sehen Sie hier jetzt auch mal anhand der Verläufe. Ist ein bisschen unübersichtlich vielleicht durch die Kürze. Ich will das nur ganz kurz anreißen. Sie sehen ganz links oben in dem Feld die Umsatzverlaufe. Die Balken sind die ursprüngliche Planung. Der blaue Verlauf ist dann mal die dynamische Planung, die wir hier fortschreiben. In dem Unternehmen gehen wir sogar relativ optimistisch davon aus, dass sich im zweiten Halbjahr doch einiges auflöst und wir das Minus nicht extrem stark erhöhen müssen. Das führt ja zu einer Liquiditätssituation. Sie sehen es dann rechts oben, die monatliche Über- und Unterdeckung. Aber Sie sehen natürlich auch, dass hier Rot sehr stark prägend ist, und zwar über einen längeren Zeitraum. Links unten sehen Sie die liquiden Mittel mal als Balke dargestellt und rechts als Kurve. Und da sehen Sie genau die Herausforderung, dass das Unternehmen hier in dem Fall eigentlich erst in der Herbst-Wintersaison auch seine Rücklagen und seine Konkurrenzlinien aufgebraucht hat und dann in ein großes, großes Liquiditätsrisiko fällt. Das heißt mit aufschiebender Wirkung. Im Moment ist noch alles gut, aber die Gefahr ist sehr groß, dass dann in der zweiten Jahreshälfte genau diese Mittel nicht ausreichen. Und insofern, glaube ich, ist diese vorausschauende Planung sehr wichtig, auch gegenüber den Banken. Ich weiß, viele Banken oder die meisten Banken oder eigentlich alle Banken tun, was sie können. Die einen oder anderen Banken sind regional unterschiedlich aufgestellt. Der eine tut sich ein bisschen schwerer als der andere. Aber ich halte es für sehr ratsam für die Unternehmerinnen und Unternehmer, sehr frühzeitig die Banken zu informieren. Und wenn es auch nur ist, im Moment haben wir nichts Akutes, aber es könnte passieren in der zweiten Jahreshälfte. Zögern Sie das Thema nicht zu lange raus. Das ist immer gerade bei mittelständischen Unternehmern so eine grundsätzliche Gefahr, dass man bis zum Letzten hofft, dass der Bus mit den Kunden kommt oder die großen Geldgeber noch aufspringen. Ich glaube, dass Transparenz hier sehr wichtig ist. Und das auch mit ihren Mietern, Vermietern, mit ihren Einkaufskooperationen, vielleicht auch mit Lieferanten, spielen sie hier durchaus mit offenen Karten. Dazu brauche ich diese Planung. Die muss nicht zu negativ sein, sollte aber nicht zu euphorisch sein. Und damit nehmen sie sich viel, viel Druck und viel Hektik in den Kreis. In unserem Beispiel haben wir einen Mittelabfluss durch die Lockdown-Auswirkungen von fast 400.000 Euro. Das heißt, alle Rücklagen sind aufgebraucht und in der Tat ist es jetzt die Frage, wie kriegen wir zusätzliche Erträge, um diese 400.000 wieder zu kompensieren. Und das ist die große, große Herausforderung, die, das muss ich leider so sagen, auch nicht alle Unternehmen überstehen können. Insbesondere eben die, die deutlich weniger Rücklagen haben. Und auch die Mittel, die wir hier haben als Instrumente der Politik, haben eben bisher immer nur eine aufschiebende Wirkung und keine endgültige Unterstützungswirkung. Zweites Beispiel, ich hoffe, ich bin nicht zu schnell. Sie können aber gerne im Nachgang da das eine oder andere auch nochmal vertiefen. Habe ich mal die Möbelbranche gewählt. Nicht, weil ich aus der Möbelbranche komme und natürlich immer noch sehr emotional verhaftet bin. Vor allen Dingen deshalb, weil die Branche sehr anders tickt. Das will ich Ihnen an dem Beispiel mal zeigen. Das gilt auch für andere Branchen, die ein bisschen andere Zahlungsströme haben und Verkaufsprozesse. Und auch das muss man recht berücksichtigen. Ich habe hier ein Unternehmen, ungefähr 12,5 Millionen Euro. Das ist ein Vollsortimenter. Wir würden vom kleinen Wohnkaufhaus sprechen oder vom großen klassischen Vollsortimenter, eher grüne Wiese, eigene Immobilie, das ist bei vielen Möbelhäusern so, außer den kleineren, das als Besonderheit, was natürlich auch der Mietreduzierung etc. angeht. Ich will da jetzt gar nicht in der Ausführlichkeit reingehen, ich habe Ihnen das mal versucht, anhand dieser vier Übersichtsfolien ein bisschen klarer zu zeigen und möchte das kurz erläutern. Wir haben einen großen Unterschied. Der Möbelhandel hat relativ robust reagiert, weil die bis ab Februar in der Regel ein relativ gutes Geschäft hatten. Und die meisten Möbelhändler stellen die Rechnung neben der Anzahlung erst bei Auslieferung. Und in der Tat, da die Bücher sehr gut gefüllt waren, konnte im April und auch im März noch weitestgehend eine Auslieferung stattfinden. Das heißt, die Leute haben ihre Möbel bekommen. Und damit war natürlich auch der Zahlungseingang sichergestellt.
Was natürlich nicht mehr stattfand, war Neugeschäft. Wir sprechen von geschriebenen Umsätzen. Es gab einige Pfiffige, insbesondere Küchenhändler, kleinere, die das noch nutzen konnten, die in der Tat sehr früh auf digitalen Verkauf gestiegen sind. Auch nachvollziehbar, wenn ich eine Küche für meine Baustelle brauche und einige Hausbauten sind ja durchaus weitergelaufen, wenngleich die Frage ist, ob das in Zukunft so weiter bleibt, da brauche ich halt meine Küche. Das heißt, da war der Bedarf sehr stark. Und insofern haben durchaus einige, insbesondere kleinere Händler, muss ich dazu sagen, kreativ die Möglichkeit für sich genutzt, auch hier weiter Geschäft zu machen. Im Gro hat aber deutlich weniger Neugeschäft stattgefunden. Und das holt, das sehen Sie hier an den Karten, an den Zahlen, die Unternehmen in der Regel erst auch an der zweiten Jahreshälfte ein, nämlich wenn dann die Auslieferungen zurückgehen. Nun muss man sagen, dass Kurzarbeit gerade in der Branche ein sehr starkes Instrument ist, weil die natürlich bis zum Ende des Jahres auch ihre Auslieferungskräfte sehr stark danach einteilen können und hier natürlich einen großen Teil der Personalkosten sparen. Da viele Möbelhändler in eigenen Immobilien sind, ist das Thema Personalkosten natürlich der größte Kostenbereich. Und die haben einen großen Vorteil, die Ware wird in der Regel nicht schlecht. Das heißt, wir haben da viel Aufschiebendes, viele Leute, die vielleicht sich im Moment vor Ausgaben scheuen, die aber die Chance ist, dass die sich später auflösen. Auf der anderen Seite haben wir sogar, ich will das aber nicht zu euphorisch sehen, natürlich durchaus positive Effekte. Viele Leute werden dieses Jahr nicht in Urlaub fahren, da sind Gelder frei. Vielleicht habe ich in den 2 Wochen Homeoffice auch gesehen, dass das einarmige Sofa schon durch ist und hier mal neuer Investitionen es bedarf. Das heißt, die Leute, die vielleicht nicht so von Arbeitsplatzängsten und Kurzarbeit getroffen sind, vielleicht ihr Geld aus dem Urlaub dann in das eigene Haus investieren. Das ist natürlich eine Hoffnung, die drin ist. Trotzdem sehe ich auch hier Vorsicht und diese großen Auswirkungen. Und selbst die Unternehmen, wie in dem Fall wieder ein relativ gesundes Unternehmen, was am Anfang eigene Mittel noch nutzen konnte, die dann aber auch in eine Schwierigkeit eben an der zweiten Jahreshälfte kommen. Und auch hier bedarf es einer sauberen Planung, um dieses ganze Thema zu gehen. Auch hier, wie bei allen, zusätzliche Kredite heißen natürlich, dass das zulasten des zukünftigen Ertrages geht. Und die Frage ist, ob man hier 40.000, 50.000 Euro jährliche Tilgung und Zinsen mal ebenso aus den bestehenden Erträgen erwirtschaften kann, wenn die Erträge eben nicht deutliche Sprünge machen. Und das ist allein schon aus Kapazitätsgründen bei vielen Unternehmen schwierig. Und was dazu nicht zu unterschätzen ist, dass damit natürlich auch eine ganz große Gefahr des Investitionsstaus ist. Das ist natürlich etwas, was auch in die Zukunft hohe Auswirkungen hat und was es gilt zu minimieren und zu reduzieren. Kurz zusammengefasst, mein Appell, erstellen Sie, auch wenn Sie nicht krisengeschüttelt sind oder akut im Moment in Schieflage sind, einen sauberen Liquiditätspakt für 12 Monate und versuchen Sie, den regelmäßig vorzuschreiben. Wir alle sind keine Hellseher, auch ich nicht. Wenn ich das könnte, würde ich im Fernsehen Löffel verbiegen. Aber wir müssen uns damit beschäftigen, welche Szenarien eintreten können und einfach damit spielen. Die Kosten können Sie in der Regel sehr gut antizipieren, Umsätze nicht, aber Sie können hier mal Mindestumsätze für sich festlegen und mal dieses ganze Thema aufstellen. Ich würde sogar noch weiter gehen, dass Sie durchaus in Ertragsplanung, also jenseits der reinen Liquidität, mehrere Szenarien für sich mal durchspielen sollten. Das ist ganz wichtig, hier einfach darauf reagieren zu können. Wir alle wissen nicht, was passiert, aber es ist sehr wichtig, dass man sich doch damit wappnet. Sprechen Sie mit Ihren kritischen Partnern, also insbesondere Finanzpartnern, Banken, auch Lieferanten, auch weiteren Geschäftspartnern, Vermietern, wichtiger Standort. Aber bereiten Sie bitte dieses Gespräch vor. Seien Sie transparent, zeigen Sie auch Zahlen, um diese Herausforderung zu zeigen. Ich habe sehr viel positive Erfahrungen gemacht. Das kann ich nicht pauschalisieren. Es gibt immer Ausreißer. Aber ich glaube, die Chance erhöht sich, wenn man sauber vorbereitet ist und seine Argumente jenseits der Emotionalität, die ja auch bei allen Seiten dazugehört, auch mit Zahlen belegen kann. Weil in der Tat die Geschäftspartner auch ein gewisses Interesse haben, hier diese Geschäfte fortzusetzen. Zum Teil haben die sehr ähnliche Probleme mit anderen Schwerpunkten. Auch darüber kann man sich durchaus mal Gedanken machen, bevor man in solche Gespräche geht. Sparen Sie nicht bedingungslos bei der Werbung, wichtig. Das ist das Einfachste, wo man sparen kann. Aber ich vertrage mir natürlich damit die Zukunft. Im April war durchaus auch sinnig, eine gewisse Grundkommunikation zu machen. Sehr viel sind auf digitale Social-Media-Kanäle gegangen, um so eine charmante Grundkombination zu machen. Spannend war, dass im Moment auch Fehler verziehen wurden. Ich glaube, wir mussten nicht alle perfekt sein. Wir haben jetzt schon viele Webinare durch. Die waren am Anfang sehr holprig, aber die Leute waren, glaube ich, duldsam. Und das ist das, was man im Moment auch ausnutzen kann, auch als Unternehmen in der Kommunikation. Aber kommunizieren Sie in irgendeiner Art. Das switchen Sie jetzt natürlich. Jetzt sind andere Kommunikationen gefragt als im April, wo im Lockdown war. Vielleicht auch intelligente Wege, aber tun Sie was. Ich glaube, das ist trotzdem notwendig. Dabei ist ganz wichtig, Sicherheit schaffen. Das Thema wird sich durchziehen bei Ihren Mitarbeitern.
aber natürlich auch als bei allen Bereichen. Also eine sehr offene Kommunikation. Sprechen Sie gerade auch Kurzarbeitsthemen, eventuelle Aufstockungen, sprechen Sie mit Ihren Mitarbeitern sehr stark über die Entwicklung. Stellen Sie denen auch Ihre Szenarien vor. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, weil da natürlich auch viel Unsicherheit und Fragen bei Ihren Mitarbeitern sind und die gilt es auch aufzulösen. Und das ist mir auch ein wichtiges Anliegen. Rabatte sind aus meiner Sicht letztes Instrument. Da, wo Warndruck ist, Modebranche, ist das, glaube ich, unumgänglich. Ich habe ein bisschen mit Erschrecken festgestellt, dass viele große Möbler insbesondere jetzt gleich wieder mit 40% Rabattaktionen angefangen haben. Ich weiß nicht, ob das wirklich so zwingend ist. Die Branche war schon immer sehr stark mit Prozenten unterwegs. Aber ich glaube, im Moment ist nicht Rabatt das Entscheidende, sondern die Leute, die unterwegs sind, die haben in der Regel wirklich einen Bedarf. Und ich glaube nicht, dass Rabatt hier immer das Riesenthema ist. Und wo man es schaffen kann, sollte man darauf verzichten und intelligentere Wege suchen. Wenngleich ich Rabatt nicht pauschal verurteilen kann, das ist natürlich in einigen Bereichen durchaus sehr notwendig und wichtig. Aber mit Fingerspitzengefühl. Zweites Thema, Frequenzabschöpfung. Es sind Leute wieder unterwegs, das ist toll. Und jetzt gilt es natürlich, das Maximum aus diesen Leuten umzugehen. Ich kriege die Spiegelung von meinen Kunden, dass die Leute, die jetzt natürlich unterwegs sind, in der Tat auch kaufen wollen. Das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Mit so einer Maske geht jetzt nicht jeder unbedingt bummeln oder bringt die Zeit oder stellt sich in eine Schlange, um dann einfach mal zu schauen, was ist. Sondern die Leute, die unterwegs sind, haben einen Bedarf und den gilt es natürlich trotzdem maximal abzuschöpfen. Und da habe ich Ihnen einfach mal ein paar Themen mitgebracht. Die haben sicherlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern mal so Anregungen sein. Ich glaube, wir hatten während des Lockdowns schon die Notwendigkeit von kreativen Ansätzen. Und ich habe Ihnen als eigenes gesagt, viele, die das so gemacht haben. Ich habe mir ein Beispiel von einem Wintersporthändler, da könnte ich auch aus Ihrer Region, insbesondere in Cottbus, da ein paar Beispiele bringen. Ich habe hier mal Wintersport Klose genutzt, der sehr schnell umgeswitcht ist, wie es viele andere auch haben, während des Lockdowns. Uns Videoberatung, WhatsApp-Beratung, Telefonberatung anzubieten. Hat das dann auch sozusagen sich bedankt. Sie sehen es hier ganz munter über Social Media. Also das gab es und durchaus gute Erfolge in so einem Bereich, wenngleich da natürlich in der Regel nicht die Verluste kompensiert werden konnten. In einigen Teilbereichen noch nicht mal im Ansatz. Das mag für andere Branchen, explizit Küche, die ich eben genannt habe, anders sein. Wenn die eine große Küche verkauft haben über Telefon, die vielleicht vorher schon anberaten war, war das möglich. Ansonsten habe ich hier natürlich Grenzen gehabt. Aber ich glaube, es war sehr wichtig fürs eigene Gemüt, für die Mitarbeiter und auch in der Kommunikation mit den Kunden hier diese Sätze zu machen. Und es gibt durchaus Unternehmen, die sehr erfolgreich agiert haben und die haben natürlich wirklich dann auch profitiert, dass andere da gar nicht kreativ waren und haben durchaus auch Kunden hinzugewinnen können. Ich will auch nicht verhehlen, die Unternehmen, die schon Cross-Channel unterwegs waren, das heißt Online-Vertriebswege, konnten natürlich deutlich stärker profitieren. Viele haben versucht, aufzuspringen, haben dann aber auch erkannt, dass das Thema natürlich nicht so leicht war. Wir haben es auch gesehen bei Google AdWords Kampagnen, dass einige Suchbegriffe quasi in den Kosten explodiert sind, weil auf einmal alle notgedrungen ins Online-Thema gedrückt sind. Wie gesagt, großer Vorteil für die, die da schon Erfahrung hatten. Ich glaube, dass das auch ein Brandbeschleuniger ist für das ganze Thema Online. Zum Glück ist das nicht nur für die Pure-Onliner. Sie sehen, das stationäre Einzelhandelsherz schlägt immer noch stark bei mir und das wird es auch immer. Insbesondere sehen wir auch die starken Nutznießer wirklich bei Cross-Channel-Anbietern. Das heißt, stationäre Händler, die nebenher online anbieten, die davon profitieren können. Ich glaube aber auch, dass weiterhin kreative Ansätze gerade in der Frequenzabschöpfung notwendig sind. Hier habe ich mal ein Thema rausgegriffen, Private Shopping im Textilbereich. Also natürlich Convenience. Also du brauchst nicht bei uns anstimmen. Wenn wir deine Maße haben, stellen wir dir was zusammen und schicken es dir zu Hause. Du kannst es in deinen hygiene-einwandfreien Bedingungen, ohne Mundschutz, ohne alles, die anschauen, testen, das mit deiner Familie durchgehen und nachher zurückschicken. Private Shopping ist nichts Neues, aber viele stationäre Textilhändler sind jetzt darauf eingesprungen. Oder Private Shopping in einer anderen Variante. Ich habe es von vielen Händlern erlebt, die wirklich Termine ausgemacht haben. Die gesagt haben, wir schließen dann unser Geschäft und wir finden dann vielleicht am Abend, wenn es die Verkaufsöffnungszeiten etc. und die Rahmenbedingungen zugelassen haben, wir finden andere Termine, um dann wirklich in kleinen Kreisen mit ihnen das Thema Einkauf zu machen. Auch das ist ein probates Mittel. Private Shopping ist heute auch sehr stark mit solchen Einzelkabinen, wo man ein bisschen abgeschottet ist von anderen Bereichen. Das sind natürlich alle, die auf so ein Thema einzahlen, maximale Frequenzabschöpfung. Ich habe nicht das Gefühl, ich muss mich beeilen, weil 33 Leute vor der Tür stehen. Ich kann meinen Warenkorb vielleicht erhöhen, weil ich jetzt die Muße habe, mir andere Sachen nochmal anzugucken. Also seien Sie kreativ und finden Sie die richtigen Ansätze für Ihre Branche. Schauen Sie rechts und links. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiges Instrument ist. Und wir sehen auch sehr positive Rückantwort von den Mitarbeitern. Auch die sind damit entstresst, wenn ich nicht lange Schlangen habe oder Leute mich stören und wir eben auf 1,50 Meter Abstand waren. In solchen etwas
persönlichen Umfelden kann man solche Hygienevorgaben natürlich deutlich besser einhalten, als wenn man das auf Teilbereichen macht. Wissend, dass das nicht jeder umsetzen kann, aber ich glaube, mit ein bisschen kreativem Ansatz können Sie das durchaus auch in Ihrem Bereich umsetzen. Abknüpfung, mal ein paar Empfehlungen aus meiner Sicht. Aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, die Mitarbeiter richtig zu motivieren. Also setzen Sie Ziele, erreichbare Ziele, die Sie auch feiern. Ja, jetzt gilt es mal, kleine Ziele zu machen. Also denken Sie daran, wirklich Ihre Mitarbeiter mitzunehmen, zu motivieren. Auf der anderen Seite setzen Sie die auch ein, um kreative Ideen zu entwickeln. Also wir sind immer wieder überrascht, wenn wir solche Workshops machen, wo wir die Mitarbeiter einbeziehen, wie kreativ und was da eigentlich alles schlummert, was die sich unter Umständen gar nicht trauen zu erzählen. Also arbeiten Sie da sehr stark mit Ihren Mitarbeitern. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um auch den Frustlevel darunter zu setzen. Ich habe volles Verständnis für viele frustrierte Mitarbeiter im Bereich Verkauf, weil natürlich das alles nochmal Sonderbedingungen waren, die das ohnehin nicht leichte Geschäft nochmal erschwert haben. Und insofern gilt es für Sie als Chef, Chefin, Verantwortlicher im Handel, hier natürlich die Schwellen möglichst gering zu halten. Da gehört auch ein bisschen Spaß dazu, mal ein paar Bereiche zu machen. Ich glaube, das ist jetzt wichtiger denn je. Machen Sie Einkauf so bequem wie möglich. Beispiel habe ich eben versucht, mal anzureisen, Private Shopping, also zu entstressen. Das liegt halt auch eine relativ hohe Abschöpfung und dass die Leute vielleicht ein bisschen mehr mitnehmen in diesen Zeiten und auch wieder eine gewisse Lust empfinden, trotz den Hygienemaßgaben und alles, was darum herum ist. Trotzdem halten Sie sich penibel und spürbar an diese Hygienevorschriften. Nicht nur, um auch der Gefahr zu entlaufen, dass das Amt Sie nachher wieder abschließt. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Zeichen Sicherheit gegenüber den Kunden und auch den Mitarbeitern. Ich habe von einigen auch die Geschichte gehört, dass es immer noch ein paar Kunden gibt, die sich dagegen wehren. Das ist eine schwierige Situation. Schulen Sie da oder sprechen Sie mit Ihren Mitarbeitern, wie man damit umgeht. Es gibt ja solche Corona-Verweigerer, aber die ist natürlich ein großes Risikopotenzial für Ihr Geschäft. Also damit muss man intelligent umgehen, diese zu lösen, ohne da dem Einzelnen vor den Kopf zu stoßen. Wichtig eben deshalb auch Vertrauen schaffen. Mitarbeiter, aber auch Kunden müssen dieses Vertrauen spüren und dann bin ich auch bereit, hohe Ausgaben zu leisten. Und passen Sie den Verkaufsprozess an. Ich glaube, jetzt mit Masken und sonstigen gilt es schon, diesen Verkaufsprozess auch an einigen Stellen nachzuschärfen und eine Besonderheit zu setzen. Wie gesagt, ich glaube, die Kunden sind heute sehr duldsam. Also ich sehe heute im Handel Schlangen, die wären vor zwei Monate nicht denkbar gewesen und hätten zu einem lauten Aufschrei geführt. Mittlerweile sind Leute sehr duldsam, aber ich glaube, diese Schwelle sinkt auch. Und man muss trotzdem versuchen, das so angenehm wie möglich zu machen, auch Abwanderung etc. zu verhindern. Nutzen Sie auch das Element der Terminvereinbarung. Also ich habe viele Kunden auch in dem Schnelldreherbereich, die jetzt versuchen, Termine online vorher einzusteuern, um eben so ein bisschen den Kundenverkehr zu entschlacken, um hier einfach auch ein bisschen Stress abzubauen. Ja, letzte Herausforderung, eigentlich immer so die Kernherausforderung im Handel gewesen, jetzt natürlich eine Sondersituation, Frequenzschaffung. Ich meine, wir hatten eine wahnsinnige Situation, dass der Frequenz ja auf Null ging, quasi staatlich verordnet und sozusagen von 100 auf Null ging. Jetzt gilt es natürlich daran, diese Frequenz langsam zu erhöhen. Da sind wir in der Regel sehr fremdgesteuert, weil es gilt daran, die Vorgaben und die Lockerungen natürlich langsam zurückzufahren. Da sind wir abhängig von sicherlich der Entwicklung im Moment und auch den politischen Entscheidungen. Aber ich glaube trotzdem, in diesem Bereich lohnt es sich mal darauf, einen Blick zu setzen und auch zu überlegen, wie kann ich dieses Thema für mich noch maximieren. Insbesondere Neudeutsch den Capture. Also wie kann ich die Leute auch wirklich maximal in meinen Laden gewinnen oder wie kann ich überhaupt informieren, für die ängstlichen Kunden hier reinzukommen. Wir sehen im Moment so eine Dreiteilung. Wir sehen die Kunden, die Corona sehr resistent sind, da gar nicht so sehr sich von beirren lassen. Die sind sehr offen auch für solche Themen. Es gibt die, die sehr ängstlich sind, die in der Tat sich zurückziehen. Auch das muss man natürlich sehen und darauf eingehen. Und es gibt so eine große Anzahl von Leuten, die sehr unsicher sind. Die es in der Tat gilt natürlich mit Mitteln richtig aufzugreifen, dass die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit doch in die Läden in ihr Geschäft kommen. Ich habe Ihnen hier mal Zahlen mitgebracht, die das so ein bisschen zeigen. Vielleicht kennen Sie das, High Street, das ist ein Startup, die in vielen deutschen Städten Frequenzen messen. Es ist jetzt ein bisschen unübersichtlich, aber ich glaube, den Trend können Sie erkennen. Ich habe Ihnen hier mal zwei große Cuts oder Milestones reingegeben. Einmal 23. März, das war der harte Lockdown. Da sehen Sie schon, wie schon im Vorfeld zum Teil die Frequenzen in den Innenstädten zurückgegangen sind. Ich habe hier die prozentuale Veränderung gezeigt, weil natürlich München eine etwas andere Frequenz hat als Erfurt, Berlin, auch je nachdem, wo diese Zählpunkte sind. Das können Sie auf High Street im Internet sich angucken, im Einzelnen. Leider ist Südbrandenburg nicht so stark vertreten, was solche Frequenzzahlen angeht. Das sollte man vielleicht in Zukunft
gucken wir mal angehen. Deshalb habe ich mir mit ein paar anderen Standorten geholfen, aber ich glaube, dieser Trend ist allgemein. Also es brach zum Teil schon vor dem 23. März ein. Das sehen wir auch in einigen regionalen Gebieten. Wir hatten Gebiete, wo es offenbar viel früher schon zu so Angstreaktionen auch der Teilnehmer kam. Ich diskutiere mit Ihnen nicht über Begründung oder Nichtbegründung, ob das gerechtfertigt war oder nicht. Ich glaube, das habe ich nicht zu entscheiden. Und das werden wir alle erst im Nachhinein sehen. Aber das hat natürlich große Auswirkungen gehabt. Und Sie sehen auch jetzt erst langsam mit den Aprillockerungen eine Erholung auf zum Teil deutlich geringem Niveau. Also wir reden hier von Frequenzen von -80, -50%. Das hat große Auswirkungen natürlich auf diese Frequenzlagen insbesondere. Und natürlich auch auf die, die hohe Mieten in 1A-Lagen zahlen. Und hier gilt es trotzdem auch, sich nicht darauf verlassen, dass das jetzt langsam schon wieder in die Städte zurückkommt, sondern an intelligenten Lösungen zu arbeiten, auch in der Werbegemeinschaft. Da habe ich nachher auch nochmal ein, zwei kleine Ansätze, die ich Ihnen gerne geben kann. Aber das gilt es jetzt im Moment für sich zu eruieren und anzulösen und zu erarbeiten. Ich habe Ihnen hier auch mal Zahlen aus dem Center mitgebracht. Das ist ein Center, was unsere Kollegen von der IPH betreuen. Sie sehen es auch nur nochmal plakativ. Auch hier sind natürlich die Frequenzen brachial reingebrochen. Eigentlich bis auf die Center, wo auch Lebensmittel und systemrelevante Anbieter waren, hatten wir im Prinzip überall null Frequenz. Hier hatten wir noch so ein gewisses Grundrauschen, aber die Klientel war natürlich eine andere erst. Und Sie sehen es auch in KW 18 hat das erst sehr langsam wieder angefangen. Auch das muss man natürlich in seinen Planungen berücksichtigen, was ganz wichtig ist für die Schlüsse und die Ableitung, die man zieht. Ein Thema, was mir dabei wichtig ist, und ich glaube, das ist eine große Chance, insbesondere auch für Fachhändler und vielleicht auch für die Unternehmen in einer etwas exponierteren Lage. Wir sehen im Moment einen sehr, sehr starken Fokus auf das Thema lokal. Also ich glaube, viele Konsumenten, die erkennen auch, dass der lokale Handel, aber insbesondere auch Gastronomie natürlich jetzt besondere Unterstützung bedarf. Auch weil viele natürlich jetzt versuchen, sich eher im Nahbereich nur noch zu bewegen aufgrund der Vorgaben. Und wir sehen im Moment einen sehr, sehr starken Fokus auf das Thema lokaler Einkauf. Insofern ist das, glaube ich, sehr, sehr wertvoll, auch in Richtung Werbung machen, dass Sie genau dieses Lebenszeichen geben und diese Chance auch für sich nutzbar machen, indem Sie durchaus sowas auch nochmal aktiv verstärken. Ich will jetzt gar nicht so sehr Sie an dazu hinführen, dass Sie auf die Tränendrüse drücken. Ich will gar nicht, dass Sie jetzt Mitleidskäufe anregen. Aber ich glaube, man kann schon auf diesen Zug aufspringen und sagen, dass jetzt genau diese lokale Unterstützung sehr wichtig ist. Und ich glaube, dass da im Moment eine hohe Bereitschaft ist. Wie lange die gilt, kann ich Ihnen nicht sagen. Irgendwann wird das leider wahrscheinlich verpuffen. Aber wir sehen im Moment, dass der Fokus sehr stark auf lokalen Händlern und Fachhändlern, die durchaus stärker profitieren als einige Großflächenanbieter, insbesondere in solchen Frequenzlagen, weil die Leute da offenbar noch sehr scheuen. Ein Beispiel hier aus München, ist übertragbar, Kauf lokal, das ist im Zusammenschluss von ein paar Händlern in der Innenstadt in der Tat. Die haben sogar noch einen lokalen Marktplatz geschaffen. Ich bin da relativ differenziert in der Betrachtung. In der Regel haben diese lokalen Marktplätze nicht unbedingt das reine Thema, nur Online-Geschäft zu forcieren. Da gibt es relativ starke Grenzen, weil der Wettbewerb im Online-Bereich sehr stark ist. Aber das kann ich natürlich wirklich für meine Kommunikation nutzen, die Leute dann über so ein digitales Schaufenster auch in die Geschäfte zu bringen. Hier gibt es viele Angebote, vieles, was auch neu entstanden ist. Und ich glaube, das ist eine große Chance auch für die Zukunft, solche Themen sehr, sehr stark zu forcieren und zu nutzen. Also da möchte ich Sie auch sehr stark darauf einbinden, wenn Sie das noch nicht tun, hier tätig zu sein. Wie gesagt, gerade die Anbieter, die schon immer parallel auch ein bisschen online gemacht haben, konnten profitieren. Ich sage nicht, dass das kompensieren konnte, was im stationären Bereich verloren ist. Das Thema ist auch nicht immer ertragreich online per se, aber ich muss mich damit beschäftigen und Sie tun gut, dann das auch in die Zukunft zu bringen, stärker zu setzen. Und wir brauchen neue Wege auch der Kommunikation. Ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht von einem Center in Ulm. Die haben ihre Parkgarage auf dem Dach dann als Autokino funktioniert. Ja, Sie werden sagen, das bringt mir als Händler, der nicht der Mieter bin und nicht öffnen darf oder dann vielleicht auch nicht die Riesenfrequenz. Ich will Ihnen das nur als Beispiel bringen, dass wir auch in solchen Gemeinschaftswerbungen, und ich glaube, das ist sehr wichtig, zusammen solche Themen zu spielen, auch neue Wege suchen können. Weil ich glaube, auf absehbare Zeit wird die Sonntagskirmes mit Karussell und Currywurst und was nicht alles noch ist, wahrscheinlich nicht das Modell sein, was wir so übertragen können. Ich glaube, wir brauchen heute intelligentere Aktionen, die Leute anzusprechen. Die Leute sind, glaube ich, willens, jetzt wieder sich zu bewegen. Aber natürlich müssen wir die Hygienevorgaben irgendwie einhalten. Und vieles, was wir in der Vergangenheit als große Werbeaktion gemacht haben, war natürlich in der Regel Masse zu bringen, Frequenz zu schaffen. Und ich glaube, da werden wir umdenken müssen in nächster Zeit. Ganz kurz zusammengefasst,
Mir ist wichtig, nutzen Sie die Tendenz zum lokalen Einkauf aktiv in Ihrer Kommunikation, also schärfen Sie das, unterstützen Sie das, dass diese Bereitschaft im Moment sehr hoch ist. Budgetieren Sie digitalen Werbeetat und probieren Sie neue Ansätze. Ich glaube, das ist auch in Zukunft sehr wichtig. Im Moment, wie gesagt, ist es schön, dass die Leute auch Fehler verzeihen. Man braucht keine Angst haben. Aber ich muss mir auch da überlegen, was ich tue. Und man muss da ein bisschen mit Bedacht arbeiten. Ein Thema, was ich mit vielen Kunden orientiere, normalerweise in Sommerferien hat man die Werbung auf Null zurückgefahren, weil ja doch alle in Mallorca, Spanien, Italien oder sonst wo waren. Ich bin mir sehr sicher, dass das dieses Jahr ein bisschen anders aussieht. Also das ist durchaus ein probates Mittel, diese Reduzierung der Werbung nochmal zu überdenken, weil ich glaube, viele Leute sind zu Hause. Und vielleicht kann man als italienischer Modeanbieter das auch keck mit einer Werbung verbinden, dass ich sage, Sie können nicht nach Italien, wissen wir nicht, aber vielleicht wird es so sein oder viele fahren nicht runter. Deshalb machen Sie vielleicht Italienurlaub, indem Sie hier die italienische Mode kaufen oder die Gastronomen, die das für sich nutzen können. Also seien Sie auch hier kreativ. Spielen Sie sowas mal mit Ihren Mitarbeitern durch. Die kennen Ihr Unternehmen am besten oder mit ein paar guten Kunden vielleicht sogar mal per Videochat oder wie auch immer. Also ich glaube, hier haben wir viele pfiffige Ideen und Möglichkeiten, dieses Thema zu machen. Wichtig auch hier Vertrauen schaffen, das zieht sich durch. Ich muss das natürlich an meiner Werbung auch zeigen. Sie sind bei uns sicher aufgehoben, kommen Sie vorbei. Das ist ein ganz wichtiges Thema und nutzen Sie auch das Thema Kooperation und Werbung in diesem Kreis zu gehen. Also hier neue Wege zu finden, das ganze Thema zu machen. So, jetzt habe ich Ihnen ja versprochen, noch ein paar Zahlen zu geben. Als Berater kann ich ohne Zahlen nicht leben und möchte Sie damit auch heute nicht verabschieden. Ich gebe zu, das ist keine übersichtliche Darstellung. Ich muss gestehen, die haben wir erst heute Morgen soweit fertiggestellt, deshalb ist die auch noch nicht ganz hübsch. Aber ich wollte Ihnen diese brandheißen Zahlen mal nicht vorenthalten. Sie werden die auch mit den Unterlagen bekommen. Vielleicht schaffe ich es noch, die ein bisschen hübscher zu machen in der Zeit. In der Tat will ich Ihnen damit nur hinweisen, dass wir sehr, sehr unterschiedliche Auswirkungen auf die einzelnen Branchen beobachten, auch schon aktuell. Ich habe Ihnen hier mal mitgebracht Prognosen vor Corona. Also das war sozusagen mal die Planung von unseren Kollegen der IFH vor der Corona-Krise. Und wir haben jetzt mal mit unseren Branchenexperten und wir haben ja Einzelberater für die einzelnen Bereiche, die sehr stark auch heute natürlich draußen mit den Händlern unterwegs sind, mal gebeten, hier Einschätzungen zu geben. Und Sie sehen, sehr unterschiedlich. Fahrrad, wenn ich das mal rausgreife, da gehen wir sogar von der positiven Entwicklung raus. Das habe ich Ihnen schon angedeutet. Fahrrad ist im Moment natürlich sehr stark forciert und unterstützt. Wir wissen selber, in den letzten Jahren sind natürlich die Ausgabebereitschaften auch sehr groß geworden. Also hier fließt viel Geld aus der Tourismusbranche hin. Das Thema Möbel ist auch durchaus noch moderat, was die Entwicklung angeht. Hier hängt sehr stark ab, wie die Zukunftsängste sinkt. Und es wird nach Region auch sehr unterscheiden, wie stark Auswirkungen sind von Kurzarbeit etc. Aber es gibt natürlich gerade insbesondere die Modebranchen, die aus unserer Sicht sehr, sehr stark auch betroffen sein werden. Und wir sehen im Moment auch, dass sich diese Betroffenheit auch weiter durchziehen wird, weil einfach hier eben einige Bereiche nicht erzählt werden. Dadurch bedarfsorientiert sicherlich nicht so stark betroffen. Hier gibt es immer wieder einen Grundbedarf, aber gerade der modisch orientierte Bedarf wird natürlich sehr stark getrieben sein. Lebensmittel konnte sogar eine Sonderkonjunktur in einigen Bereichen fahren, weil natürlich Gastronomie und sonstiges wegfiel. Also Sie sehen sehr unterschiedliche Entwicklungen. Das ist nicht in Stein gemeißelt, das ist, Sie sehen, Stand 14.05. auch hochdynamisch. Wir wissen alle nicht, wie es sich weiterentwickelt, aber ich glaube, das werden Sie selber für Ihre Branche am besten beurteilen können. Es gilt hier einfach, die Besonderheiten ein bisschen einzubeziehen und diese ganzen Themen für sich zu reißen. Ich sehe gerade im Chat, als Griff noch auf das Autokino-Thema, einer der Zuhörer hat gesagt, das ist, glaube ich, in Cottbus jetzt auch aufgezogen, ist wunderbar, freut mich. Das Beispiel, was wir eben gesehen haben, war in der Tat Ulm, das Blautal-Center, aber ich glaube, das zieht sich so durch, das will ich jetzt gar nicht sozusagen ausholen. Ja, ganz kurz abschließend meine Empfehlung und jetzt werde ich wieder ganz Berater. Ich würde Ihnen vorschlagen oder ich würde Sie ganz stark bitten, sich in der Tat insbesondere auch mit diesen ganzen Zahlen und Planungen mal zu beschäftigen und auf der Basis auch Ihre Maßnahmen zu planen. Da werden Sie nicht ganz bei rumkommen, sich damit zu beschäftigen. Viele von Ihnen machen das. Auch die, wie gesagt, die nicht in der Krise sind und von Bankenseite quasi verdonnert sind, Liquiditätspläne zu machen, empfehle ich dringend, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und auch die Maßnahmen so ein bisschen einzubewerten und zu schätzen. Das hilft Ihnen auch für die Strukturierung, sehr viel weiter in den ganzen Bereich zu gehen. Mit Blick auf die Uhr, ich glaube, wir sind kurz vorm Ende, ich habe ein bisschen überzogen. Ich habe jetzt mal ein so ein Bild geweckt, was jetzt keine Angst empfinden sollte, sondern so ein bisschen vielleicht Mut machen soll bei allem. In der Tat haben wir
sichere Fahrwasser. Das sind wir im Handel aber auch ein bisschen gewohnt, gerade im mittelständischen Bereich. Im Moment wissen wir halt nicht um der Untiefen und wir wissen alle nicht, was unter der nächsten Biegung ist. Ich habe es aber trotzdem, ohne das jetzt irgendwie zu sehr groß machen zu wollen, anhand dieses Bootes mal signalisiert, dass wir doch in hohem Maße in einem Boot sitzen. Und ich glaube, es gibt hier eben auch sehr, sehr viele tolle Angebote, nicht zuletzt auch von der IHK Cottbus, die aus meiner Sicht sehr wichtig sind, hier auch zu nutzen und wahrzunehmen. Und dazu möchte ich Sie unterstützen, einladen. Nutzen Sie diese Möglichkeit, spielen Sie auch mit Ihren Kollegen aus dem Handel, auch aus der Gastronomie, sprechen Sie mit Ihren Lieferanten, mit den Banken. Ich glaube, das ist eine Sondersituation, die wir haben. Und allen ist daran gelegen, dass wir unsere mittelständischen Strukturen, aber auch insgesamt Handelsstrukturen maximal überleben lassen können. Und dazu ist Unterstützung von allen nötig und notwendig. Und ich wünsche Ihnen zum einen, dass Sie vielleicht die eine oder andere Idee mitnehmen konnten. Ich weiß, Sie sind alle schon mitten im Geschäft und vieles von denen machen Sie schon. Vielleicht konnte ich trotzdem ein paar Impulse damit setzen. Und mir ist eben, wie gesagt, wichtig, bei allen Unsicherheiten, dass Sie positiv weiterschauen. Und ich bin mir ganz sicher, dass es Ihnen auch gelingt, die richtigen Maßnahmen hier zu treffen und auch in Zukunft dieses Boot sozusagen mit allen Notwendigkeiten, mit Ihren Mitarbeitern, mit Ihren Kollegen, um durch dieses Fahrtwasser zu schippern und damit die jetzige schwierige Situation auch nachhaltig gut überstehen. Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg und danke für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Deppel, für Ihren umfassenden Beitrag. Ich hoffe, die Teilnehmer konnten eine Menge von Informationen und Tipps und Ratschlägen mitnehmen. Herr Deppel, vielleicht noch abschließend eine Frage. Sie sind ja schon auf das gesamte Thema Kaufverhalten eingegangen. Wie wird sich jetzt aus Ihrer Sicht in den kommenden Wochen, wir hoffen nicht auf einen zweiten Lockdown, das hoffen wir alle nicht, aber wenn es so weitergeht, wie wird sich die gesamte Nachfrage im Handel weiterentwickeln? Sie sind auch auf das Kaufverhalten eingegangen. Wie sehen Sie diese Komponente auch nochmal? Vielleicht ganz kurz zum Abschluss. Ja, das ist eine spannende Frage, wenn ich das natürlich im Detail wüsste. Ich meine, es gibt ein paar Thesen, die man sicherlich aufstellen und diskutieren kann. Also was zu sehen ist, dass online natürlich schon ein großer Gewinner war. Das habe ich Ihnen eingangs gesagt. Viele Leute, die notgedrungen online gekauft haben, vielleicht auch auf den Geschmack gekommen sind. Und ich denke, dass das schon auch eine Beschleunigung dieser Online-Verschiebung oder hin zu online war. Wenngleich, wie gesagt, dass nicht nur meine Online-Player, die ich jetzt nicht schlecht machen will, Nutznießer waren. Ich meine, wir wissen auch im Online-Bereich, dass Amazon da einer der wichtigsten Player ist für alle Bereiche. Aber wir sehen halt auch, dass viele stationäre Händler ihren Online-Bereich ausbauen konnten. Also das als Credo, dies in Zukunft weiterzusetzen. Ansonsten, ich glaube, es ist wichtig, dass wir es alle schaffen, Händler, wie aber auch Politik und die Bürger und die Gesellschaft, auch die Kammern und Verbände, genau diesen Mut eigentlich zu zeigen und dass wir diese Auswirkungen möglichst ja reduzieren. Natürlich gibt es eine Unsicherheit, Arbeitsplatzsicherheit bei vielen Leuten. Wir alle wissen nicht, wie die Weltwirtschaft sich entwickelt. Da ist sicherlich auch noch einiges zu erwarten an negativen Effekten. Aber ich glaube trotzdem, dass das haben wir in der letzten Finanzkrise gezeigt, die nicht vergleichbar ist in der jetzigen Situation. Aber da haben wir doch gezeigt, dass wir relativ robust sind in unseren Bereichen und auch sehr viel kreative Ansätze, nicht zuletzt aus dem mittelständischen Handel haben. Und da wünschen wir uns alle, dass uns das gelingt, um hier diese Auswirkungen wirklich in der Nachhaltigkeit so möglichst gering zu halten und hier die richtigen kreativen Anschlüsse oder Impulse auch zu setzen und zu geben, dass wir hier wirklich alle, wie wir sind, gut durch diese missliche Lage kommen und insbesondere auch unsere mittelständische Struktur möglichst erhalten bleibt. Ich glaube auch im Sinne von allen, auch den kommunalen Bereichen, dass wir einfach hier die Qualität sehr hochhalten können. Das hoffe ich doch für alle Beteiligten. Okay. Vielen Dank, Herr Deppe. Ich würde jetzt gerne unseren Teilnehmern noch ein paar Hinweise geben. Wir haben dieses Webinar aufgezeichnet. Sie können sich das jederzeit downloaden und zwar auf unserer Homepage unter www.cottbus.ihk.de/fit-for-restart. Da werden wir das Webinar aufzeichnen. Das können Sie sich dann im Nachgang dann in Ruhe einmal oder mehrmals nochmal ansehen. Ich möchte auch gleichzeitig auf unsere nächsten Termine hinweisen. Wir haben gleich am kommenden Montag für die Unternehmen aus dem Bereich Handel das nächste Webinar. Hier geht es nochmal ganz genau um praktische Tipps für Einzelhändler in Zeiten der Corona-Krise. Und für beide Branchen, Handel und Tourismus, am 27. Mai von 10 bis 11 Uhr
Immobilien- und Wertermittlung für erfolgreiche Bankengespräche. Also auch ein Thema zusammen mit der Liquiditäts- und Rentabilitätsplanung, was hier Herr Deppe im Prinzip mit empfohlen hat. So, ansonsten kann ich Sie nur ermuntern, unsere Website zu besuchen. Wir haben hier auf unserer speziellen Corona-Website vor allen Dingen für Unternehmen aus dem Handel eine Vielfalt von Hilfestellungen mit aufgeführt. Sie bekommen hier die Hinweise zu den aktuellen Eindämmungsverordnungen. Sie bekommen Leitfäden oder Muster für Infektionsschutzkonzepte, Musteraushänge für das Warteschlangenmanagement, welche wir Sie für die Unternehmen des Handels aufbereitet haben. Und ich würde mich einfach freuen, wenn Sie bei unseren kommenden Webinaren weiter mit dabei sind. Und ich darf Sie dazu heute schon recht herzlich begrüßen. Ansonsten darf ich Ihnen einen schönen Abend wünschen. Danke fürs Zuschauen. Und wünsche Ihnen für die kommende Zeit viel Mut und viel Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank.